Da kann man dann bei so einer Bearbeitung bis zu 16 Farbtöne, wo man immer sich mehr steigert und immer mehr Blaumaterial jetzt hier dazu gießt und vermischt, um hier einen weichen Übergang zu erzielen. Und jetzt sieht man das schon, wie das langsam weicher wird. Gut, jetzt haben wir 6 oder 7 Farbschritte. Wir könnten das ergänzen bis auf 16 Farbschritte, wo das dann immer dunkler wird, bis ins Schwarzblau. Aber es ist ein langwieriger Prozess. Gut, wenn ich jetzt da zurückdenke mit dem Verlauf, also das hat ja begonnen, möchte ich sagen, in den frühen 70er Jahren, wo ich da im Test war, probieren. Damals hat man an Automobilen schon einen Verlauf probiert, wo dann am Anfang das so war, wo man gesagt hat, das ist ein Kitsch. Ja, sowas kann man nicht machen. Ein Auto darf nur eine Linie erscheinen, aber nicht so eine Spritzerei. Gut, und somit ist es entstanden in den frühen 70er Jahren. Und das hat sich dann so weiterentwickelt bis in die heutige Zeit, wo auch interessante Fahrzeuge im Verlauf entstanden sind. Ich habe zum Beispiel mit Lagerfeld ein Auto gemacht. Das war die gleiche Technik, wie wir es hier sehen, wo man vom Hellen bis ins Dunkle geht. Aber nachdem mit feinsten Pistolen und Spritzgeräten. Lagerfeld müsste da sein. Ah ja. Da sehen wir dann auch das Auto, den BMW, der von mir da gestaltet wurde. Lagerfeld hat ja das Auto innen gestaltet. Und meine Arbeit war es, das Auto außen zu gestalten, also in der Verlaufstechnik. Das Fahrzeug ist nach Berlin gegangen und war für edle Kunden, die vom Flieger abgeholt wurden und zum Schlosshotel fürstlich gefahren worden. Und darum auch der Innenausbau oder die Gestaltung innen vom Lagerfeld. Der Modezar hat natürlich da schon ein glückliches Händchen gehabt für innen. Und außen hat man dann gesagt, so, wenn innen Besonderheit auftreten, dann soll das Auto außen auch ziemlich schön werden. Was auch im Verlaufbereich recht interessant war, ist, wir hatten da den Auftrag, den Etihad-Flieger zu lackieren. Die Schwierigkeit des langen, großen Verlaufs, wenn man das hier so sieht, war natürlich schon sehr arbeitsintensiv. Es waren ja 72 Farben, die ineinander eingearbeitet wurden und natürlich durfte keine Wolkenbildung stattfinden. Also das heißt, das muss ein weicher Verlauf, der von weiß ins rötliche bis ins rot, dunkelrot bis ins schwarz dann nach hinten ausstrahlt. War also eine interessante Aufgabe. Das war der erste Eurofighter, der für Messen verwendet wurde von der Firma IADS. Und da sieht man das, ist auch eine Dialogzeichnung drin. Das heißt, der Mensch und das Flugzeug, das dann aber im Verlauf dann langsam eingearbeitet wurde. Man sieht, Verlauf ist wirklich eine interessante Sache, die eigentlich das fast zum Spielzeug macht. Ja, man fragt sich natürlich, wie bin ich eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Ich kann mich als kleiner Bube erinnern, mit 6 Jahren, in der Nachkriegszeit, in der frühen Nachkriegszeit, wo ein Nachbar so eine kleine Garage halt hatte, wo eine alte BMW drin stand. Und was mich da fasziniert hat, waren 2 grüne Farbbüchsen, wo ein Gelb, die andere Farbe weiß, jetzt sind wir vermutlich sogar schwarz, aber das Gelb hat mich so fasziniert und musste immer an der Büchse riechen. Ich glaube, da haben wir ein Virus eingehandelt, wo dann das entstanden ist, was ich heute mit Lacke mache.
Ich habe den Beruf des Schriftenmalers gelernt und das, da bin ich heute noch froh, dass ich die Wahl damals getroffen habe. Das war so der Grundeinstieg in das, was heute alles entstanden ist, weil damals in der Zeit, wo ich Schriftenmaler lernte, habe mir ja die alten Meistertechniken gelernt. Das heißt zum Beispiel Vergoldungsarbeiten von Matt- und Glanzgold, Hinterglas, Aufglas, Auffiguren zum Beispiel. Das immer so Schriftmaler ist immer so halber Vergolder gewesen. Und dann auch die Malerei, die war damals sehr wichtig. Es hat ja damals keine Folien gegeben. Man musste alles mit der Hand malen, mit Pinsel, mit Stupfen, Verläufe stupfen. Da ist ja das mit dem Verlaufsthema schon mal im Grunde vorgezeigt worden, natürlich mit anderen Materialien. Und bin dann in der frühe Selbstständigkeit und habe aber dann nebenbei an der Privatschule mit von dem C.L. Gössl, ein berühmter Maler, Heraldiker und Gebrauchsgrafiker. Und das war eigentlich der Grundstock zu dem, dass ich auch im Bereich des Gestaltens dann vorwärts gekommen bin. Und wurde aber dann schnell entdeckt vom BMW. Die hatten einen Partner gesucht für die Artisten wie Lichtenstein, Stella und Alexander Kolder. Und wenn man das so sieht, da haben wir ja noch ein Bild von dem, da bin ich mit dem Frank Stella, der das Auto entworfen hat. Hier sieht man mich bei Finisharbeiten am Fahrzeug. Da ist dann nochmal vor der Werkstätte, sieht man, wie wir da an dem Fahrzeug arbeiten. Das war 76. Das war nach Fertigstellung und der Frank Stella war so begeistert von der Arbeit, er konnte sich das gar nicht so vorstellen, das Millimeterpapier auf ein Fahrzeug zu machen. Und man ist ja immer ein bisschen unsicher, wenn man so ein Fahrzeug macht. Aber was sagt der Künstler dazu? Ist er zufrieden? Ist er nicht zufrieden? Und da sehen wir dann das Auto von dem Entwurfsteller, den ich dann in Tag- und Nachtarbeit bemalt habe. Und wie er bei der Vorstellung sein Auto gesehen hat, ist er klatschend ums Auto gegangen. Ah, da ist man frei geworden. Und das war schon sehr, sehr spannend. Was sagt der Künstler dazu? Weil ich war ja als Handwerker hier vom BMW als Partner dazugestellt worden. Und das war schon etwas. Das nächste, was wir hier sehen, ist die Arbeit mit Andy Warhol. Der das Auto ja selber mit dem Pinsel appliziert hat. Mein Auftrag war, mit Warhol die Farben zu finden, dass er das Auto streichen kann, wobei die Farben nicht ablaufen. Und das ist schwierig. Mit Lack hätten wir das Auto nicht machen können, weil dann wären das nur Läuferbildung geworden. Also musste ich eine pastöse Farbe finden, also ein Farbmaterial, das stehen bleibt, so wie es er hinmalt. Und darum ist auch, wenn man das Auto heute beobachtet oder anschaut und anfühlt, ist das Auto, merkt man jede Pinselspur, die so geblieben ist, wie es er aufgestrichen hat. Das Auto war dann in 28 Minuten fertig. Das war damals ein bisschen schwierig, weil das Auto war fertig und ZDF und ARD kamen und wollten die Arbeit filmen. Das war natürlich eine kleine Katastrophe. Und dann hat man nochmal Teile vom Auto entfernt, wie Spoiler, Radverbreiterungen, hat die entfernt und hat dann das einmal angepasst, somit das Andy Warhol mit dem Pinsel nochmal zum Streichen begann, dass ZDF, ARD was in der Kiste hatten.
Aber die Andy Warhol war sehr introvertiert, hat nie gelacht. Und dann, wie er meine Arbeiten gesehen hat, die er in Form von Katalogen hatte, dann bin ich auch bei ihm akzeptiert gewesen. Das hat ihm gefallen und da hat er das erste Mal gelacht. Hier sieht man dann Arbeit mit Cesar Manrique. Das war der Cesar Manrique war für mich einer der ganz großen Künstler, von mir sehr geschätzt. Und Cesar Manrique hatte den Auftrag von Bimbi, die Makette zu machen, den Entwurf zu machen. Und war natürlich wieder mit dabei als Partner. Und er hat mir später erzählt, der Manrique, wenn er meine Farben früher entdeckt hätte, dann hätte er das Auto anders gemacht. Hier sehen wir dann die Arbeit mit Fuchs. Da sehen wir uns beide bei Arbeit. Da war es ja so, das war natürlich neue Technik, was der Fuchs hier dann gesehen hat, wie sowas entsteht. Er hat ja den Entwurf gemacht und dann hat er gesagt, er will da mitarbeiten. Das war der erste Künstler, der mitgearbeitet hat mit mir. Und da wurden die Feuerlinien, Feuerflammen, die wurden ja dann mit einem kleinen Cuttermesser am Lack geschnitten. Und man muss ja aufpassen, wenn man zu fest schneidet auf dem Lack, passiert eins, man schneidet durch und das Auto könnte rosten. Also durch die Arbeit mit BMW an Rennfahrzeugen, damals in die 78er Jahren, wo ich die Fahrzeuge für BMW, die 320er Turbos gemacht habe, von dem BMW Junior Team, wo die Leute gefahren sind wie Winkelhock, Surer, Giacomelli, der Italiener, oder Eddie Schieber, der Brasilianer, oder Hans Stuck, das dann später Freund von mir wurde, der eigentlich schuld ist an dem, dass ich in den Motorsport eingestiegen bin. Da sieht man das erste Auto, was ich gefahren habe, BMW Mainz Broca, zur deutschen Rennsportmeisterschaft. Und das waren so die Anfänge, recht und schlecht, weil wenn man in einem Feld von Spezialisten mitfährt, dann muss man sich dann schon warm anziehen, dass da wirklich ein bisschen was bei rauskommt. Da sieht man zum Beispiel auch hier einer der ersten Fahrten, was ich gemacht habe, mit dem Auto von Dieter Quester, dem Broca, der von mir auch entwickelt wurde, oder das Farbdesign entwickelt wurde. Dann Udo Jürgens, wir zwei sind da auf dem Westerwagen gefahren, abwechslungsweise. Das Rennfahrzeug ist dann immer schneller geworden, oh, das fällt schon raus. Und bin zwei Jahre mit dem BMW M1 gefahren und dann ist es weitergegangen dann mit dem Gruppe C. Da sieht man mich da in dem S drin, am Nürburgring. Also es war immer sehr gut besuchtes Rennen, über 100.000 Zuschauer. Da sieht man uns an der Boxe. Mit dem Auto sitzt der Mechaniker, der rollt es vor zur Startaufstellung. War nicht langsam, das Ding hat 800 PS gehabt. Und waren wir schon immer so über 300 unterwegs. Das war im ersten Jahr das Fahrzeug, da hat es überhaupt nicht funktioniert, weil der Flügel über dem Auto war und nicht hinter dem Auto und kein Ground-Effekt. Und man kam um keine Kurve rüber, untersteuern, übersteuern, das Auto hat nicht funktioniert.
Und dann erst im zweiten Jahr hat man dann die ersten Erfolge gespürt. Norisring 200 Meilen von Nürnberg, dritte Position auf der Treppe, C2, war schon was. Dann Weltmeisterschaftslauf in Australien, in Melbourne, unter die Top 10, also sechste Position in der C2. Das war natürlich schon einer der größten Erfolge, weil ich ja kein Rennfahrer war in dem Sinn, sondern als Hobbyfahrer mit dem Berufspiloten mitgefahren bin. Da sieht man zum Beispiel hier die Gruppe in Australien, die ganzen Rennfahrer, viele, die aus der Formel 1 gekommen sind. Dort die berühmten Maas, Schlesser, die Franzose, dann Italiener, dort zum Beispiel. Da bin ich hinten, also da lachen noch alle, aber hinterher habe ich auch gelacht, weil es eigentlich für mich ganz gut gelaufen ist. Und der Pilot, der aus England kam, hat den ersten Preis bekommen. Ich bin als Zweiter die letzte Runde ausgefallen wegen Benzinmangel und als Dritter noch über die Startlinie konnte mich retten. Der war auch da mit dabei. Das ist eine recht schöne Geschichte gewesen damals. Gerade die Malerei auf Motorräder, die so heute eigentlich nicht mehr gang und gäbe ist. Das ist eigentlich nur Malerei auf Objekt, aber jetzt nicht im Kunstbereich. Was anderes ist, wenn man die konstruktive Malerei hier betrachtet. Das ist natürlich schon wertiger, wie zum Beispiel so Malereien. Ich habe mich ganz schnell von dieser Arbeit getrennt und habe mich dann mehr auf Design und Kunstbereich beschäftigt. Da hinten haben wir dann noch was Interessantes, das ich 76 begonnen habe, das Bild, das heißt Leben. Und dann ist das jahrelang gestanden, weil ich dann nicht mehr sicher war, was mache ich denn überhaupt. Und erst voriges Jahr fertiggestellt wurde. Da habe ich sehr viel Herzblut da drin in die Arbeit. Ich wollte schon mal übermalen vor circa 10 Jahren, weil ich mir gedacht habe, bin gar nicht glücklich über das, was ich jetzt da geschaffen habe. Und dann habe ich doch aufgerappelt und überlegt, wie mache ich denn weiter. Und dann ist es so entstanden, wie es heute da steht. Und jetzt bin ich ganz glücklich drüber, weil es mir so ganz gut gefällt.